Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Das Holz durchkreuzt immer meine Pläne. Wie gesagt, wenn irgendwas früher fertig wird, ist das nicht so schlimm. Dann machen wir eben zum Beispiel die Rüstungsschmieden weg. Wenn die eher fertig sind, machen da noch zwei Pikenmacher hin. Aber ich hoffe, dass es mit zwei eher hinkommt, weil ich glaube, wir hatten damals... Wir speichern das mal und ich mache es einfach mal unter Abschnitt 3. Auch wenn... Ich glaube, dass wir die ersten beiden Abschnitte nicht mehr allzu gut gebrauchen könnten. Hi. Bin zur Stelle. Ich Idiot! Ich habe zum Glück gespeichert. Ich muss natürlich gleich zeigen, dass es sich gelohnt hat. Oh Mann, ey, ich und mein Unterbewusstsein. Ja. Oh, da kann ich was rekrutieren. Sind auf dem Weg. Oh Mann, ey, oh Mann. Manchmal bin ich ein Depp. Okay, streich das manchmal. Okay. Okay. Diesmal wird's besser. Ich schwöre es. So. Waffen geschultert! Bogenschützen bereit! Gerecht. Bereit. Vielleicht wirklich auf die Vordertürme. Je nach Situation kann ich die natürlich noch umräumen. Ich habe nichts Falsches. Ich habe nichts Falsches ausgebildet. Speichern. Und speichern. Ich habe nichts falsch gemacht. Speichern. Es ist es wert. Es ist es wert. Ich frage mich, ob zwei Mühlen überhaupt notwendig sind. Aber hey. So, noch einmal mehr. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Wir brauchen hier bald noch mehr Pfeilmacher. Und hier könnten, passt nur einer hin, aber noch ein Brunnen daneben. Das ist gar nicht mal so schlecht, falls hier in diesem Werksviertel mal gebrunnt werden muss. Und noch ein Pfeilmacher mehr, das könnte im Notfall genau den Unterschied machen. Wir lassen das mal so, wie es jetzt ist, der Kampfbonus. Nicht ganz auf 5. Das Volk lässt euch hochleben, euer Knaben. Aber die Leute sind halt ein bisschen fleißiger dadurch. Das könnte im Notfall wirklich den Unterschied bringen. Im Notfall könnten wir hier echt noch was hinbauen, so ist es nicht. Also den Platz haben. Wir haben hier irgendwo jemanden, der uns Pech bringt, oder? Wo? Ach da! Menschenskind. Ja, dann nehme ich das Geld gerne, solange es noch kommt. So. Dann haben wir hier noch eine Feuerwehr. All reicht. When we must prepare for battle. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Alles klar. Wir brauchten noch Äpfel, oder? Deswegen machen wir vielleicht doch mal ein, zwei Apfelfarmen. Ja. ich erkenne die Problematik. Oh Mann, jetzt ist ein Baum im Weg. Nein, immer ganz knapp. Ich glaube, der Holzfäller hier muss weg. Tut mir leid. Jetzt habe ich deine Existenz zerstört. Aber hey, die paar Äpfel müssen jetzt sein. Ich stelle die Produktion nochmal ein. Unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Oh nö, habe ich eine ich habe keine Apotheke, oder? Oh nö, es pestet nach oben. Apotheke? Apotheke. Brave Apotheke. In der Burg ist zu wenig Platz für eine Apotheke. Geht vielleicht anderswo nochmal mehr, weil es wäre halt super, wenn ich das so einstelle. Da geht noch was. Leute, jetzt beeilt euch mal. Menschenskind, dankeschön. Dann mache ich die Äpfel vielleicht sogar relativ fix fertig und reiß dann die Apfelfarm wieder ab. Weil so dürfte es eigentlich relativ schnell gehen mit 3 Stück. Bin zur Stelle. So, Bogenschützen. So schnell wie sie nur kommen Bewegung. Können. Jetzt muss ich halt auch wirklich Rücken passend aus. Verteilen. Schaut aber echt nicht schlecht aus, muss man sagen. So, meine Werksiedlung hier. Mein Werk ab. Ja, sagen wir es einfach mal wirklich so, der. Das ist wirklich wie in der Stadt so der Werkvolksteil. Okay. Haben wir noch ein paar schöne Flaggen? Dürfen wir die bauen? Dürfen wir? Nein.
Keine Flaggen. Woodwind. Ach doch, da. Wölfe greifen an, my Lord. Oh ja. Oh ja. Wölfe? Ich habe es jetzt so ein bisschen versetzt gemacht, weil die sind ein Stück weit versetzt. Deswegen mache ich die auch mal ein Stück weit versetzt. Dann schaut es ein bisschen mehr wie aus einem Guss aus. Das speichern wir nochmal. Kommt. Ich bin jetzt glücklich. Und speichern. Ich bin, wenn ich einmal kurz glücklich bin, dann muss das gespeichert werden. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Vom Haus mehr passt ganz knapp nicht. Doch, da passt eins hin. Kann nicht so verkehrt sein. Gerade überlegen, wie schaut es denn mit Getreide aus? Das passt eigentlich soweit. Ja, Mehl kommt genug rein. Ja, dann reicht das so. Die Burgbewohner sind sehr krank, mein Lord. Ja, ist ja gut. Wir haben doch schon was unsere gemacht dafür. Lebensmittelvorräte dagegen. Wachsen, ja, Sire. Du weißt schon. Wir haben schon was für die Pest gemacht. Ich habe sogar bei der Verbreitung geholfen, also bitte. Das Volk ist euch wohlgesonnen. Wollte gerade sagen, ach, das ist wegen Angstfaktor. Aber so passt das. Oder auch nicht. Gold. Machen wir mal kurz, dass das wieder ein bisschen höher geht, weil das gefällt mir gerade nicht so lang. Ich würde schon wieder draufdrücken, ey. Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Ihr haltet hier kurz die Stellung. Ich bin mal ganz kurz den Müll rausbringen. Hört man bloß so ein Pferd wegreiten. Das ist so ähnlich wie die Situation mit dem ins Auto steigen, Motor an. Mit dem Greifen quietschen. Haltet mal ganz kurz zu dem Berater so den Umhang geben. So, halte mal ganz kurz das Schwert. Ich muss mal ganz kurz unten in der Speisekammer was checken. Wegrennen. Und dann halten alle den für den dort. Da ist der, töte den. Was? Am besten bei einer Revolution oder so. Dass das Volk den Berater für den Lord hält. Am besten so mal tauschen. Kannst du mir mal ganz kurz so deinen... Kannst du mal ganz kurz so dein Notizbuch geben? Ja, und deine Kutte bitte. Hier, Moment, ich gebe dir mal kurz meinen Umhang und das Schwert. Nur ganz, ganz kurz. Ich möchte nur mal kurz was nachschauen. Da kommt das Volk reingestürmt. Da ist der! Töte die! Bin zur Stelle! Ja. Ah, danke, Volk! Endlich habt ihr uns von diesem tyrannischen Herrscher befreit. Ich bin ja nur ein armer Schreiber und Berater. Das hat denn schon fast wieder was von der Wind Witch. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Hals. Mein Bogen ist euer. Es geht voran, es geht voran. Wir haben mehr Bogenschützen. Ich hoffe, dass die Balance jetzt soweit stimmt. Die Früchte gehen gut rein. Gut. Ja, Piken und Rüstung. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe aber Wölfe vergessen. Greifen an, ich habe aber was ganz vergessen. Die Eisenmine muss auf Eisenerz gebaut werden. Da können wir gerne mal ein bisschen mehr haben, wenn es nicht gleich zerstört wird. Die Burgbewohner sind sehr krank. Jetzt haben wir halt ein Problem. Krank, mein Lord. Jetzt haben wir halt hier niemanden, der uns. Eisen können wir keins kaufen, oder? Ich glaube, wir haben ein Problem entdeckt. Das Spiel muss beendet werden. Ja, ein bisschen mehr Mehl da zu haben, ist nicht schlecht. Wenn die dann wieder mal die Getreidefarm einreißen, haben wir immer noch was da, das dauerhaft produziert wird. Brot produziert, ja. Aber die Rüstungen gehen eben ein bisschen schneller. Das könnte aber trotzdem echt knapp werden. Gut, es hat eine Weile gedauert, bis es angefangen hat. Aber im Notfall müssen wir dann vielleicht wirklich, wenn wir dann am Ende sowieso genug Bogenschützen haben, vielleicht ein, zwei Bogenmacher wegreißen und noch ein bisschen mehr Produktion hinbauen. Mein Herr? Das muss schon wohl durchdacht sein. Rücken aus. Aber wie gesagt, dank dieser Linie können wir uns jetzt ein bisschen daran orientieren. Wenn zum Beispiel über Hälfte rum ist und ich habe noch weniger als die Hälfte Waffen produziert, dann weiß ich, okay, wir müssen da wirklich ein bisschen was tun. Mach den mal ein bisschen schneller das Eisen, bitte. Am liebsten würde ich ja hier vorne sogar irgendeinen Schutz hinmachen. Ein Torhaus und ein Turm oder so. Sind zu knapp, Sire. Will sogar beides hinpassen. Aber dafür brauchen wir auch die nötige Besatzung. Wir haben gerade genug für die Burg. Wir können da jetzt nichts entbehren. Das Volk hat eine hohe Meinung. Angstfaktor plus 2 reicht. Wir haben einen kleinen Kampfbonus. Aber unsere Produktion geht nach oben. Wir können ja, glaube ich, nur gute Dinge bauen, oder? Ja.
Wölfe greifen an, my lord. Sonst hätte ich gesagt, wir hätten im Notfall vielleicht sogar wirklich böse Sachen bauen können, um die Produktion anzukurbeln. Aber so haben wir einen kleinen Kampfbonus, das ist immer noch in Ordnung. Ein bisschen mehr Produktion. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Soll jetzt nicht so verkehrt sein. Ich habe mich schon über Schlimmeres aufgeregt. Bin zur Stelle. Eure Befehle sind auf dem Weg. Und speichern. Yay, jetzt ist es ausgeglichen. 5 von 40. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen hinterm Zeitplan, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen mit der Produktion. Jetzt ist auch ein bisschen weniger Angst. Also der Angstfaktor im Plan ist ein bisschen geringer, der positive. Dadurch kommt jetzt auch etwas rein. Also ich beobachte es mal noch ein bisschen. Wenn es knapp über Hälfte, dann die Hälfte erreicht wird, ist es immer noch in Ordnung. Dann dürfte das noch hinhauen, es sei denn, irgendwas Schlimmes passiert, wie ein Feuer oder so. Was mich nochmal zurückwirft. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Vielleicht ja schon, wenn die Arbeiter abgebrannt werden und nochmal neu laufen müssen. Das wirft schon zurück. In Bewegung! Rücken aus! Das ist aber, wie langsam die Waffen reinkommen. Voll, my lord. Ja, das ist halt wieder so eine Sache. Unsere Truppen sind zwar stärker dank den Gärten, aber auf der anderen Seite kommen halt neue Bögen langsam rein. Das heißt, wir haben wieder weniger Bogenschützen. Da muss man sich jetzt wirklich überlegen. Ist es effektiver, die Gärten komplett wegzunehmen? Andererseits denkt man sich, zwei Gärten, das macht jetzt auch nicht und so. Speicher. Wie viel Produktion? Das Volk fürchtet sich in 80% keiner Weise wegen den 10% mehr von einer Kampf. Großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Ich will echt überlegen, ob es rentabler wäre, die Gärten wegzulassen. Dann haben wir zwar jede Menge ungenutzten Platz, aber vielleicht ist es so wirklich besser. Ich kann es mir vorstellen. Bin zur Stelle. Ja. War das jetzt ein gewaltiges Heer? Habe ich das richtig verstanden? Auf dem Weg. Lordi, du was? Bin zur Stelle. Ich habe gehört, wenn man seine Frau opfert, wird ein Angriff vermieden. Das ist ein Vorratslager ist voll, my lord. Altes religiöses Ritual. Da unten würde sogar noch ein Garten reinpassen. Auf der anderen Seite können wir dadurch halt die Steuern so lassen. Ohne den Angstfaktor hätten wir ein Problem, dass wir überhaupt gar keine Steuern hätten. Ja, ich glaube, ich lasse den auf plus 2. Das ist eigentlich fast optimal. Dann haben wir nämlich genau noch... Ja, hin und wieder ein plus 1 durch die Dings hier. Das passt eigentlich so. Gelassen wir bei 2. In Bewegung. Tüchtigkeit ist nicht mega beeinträchtigt. Rücken aus. Ja, okay, das ist machbar. Das ist machbar. Eure Beliebtheit steigt. Das scheint mir fast so auszuschauen, als ob der wieder seine wunderbare Ich-umrenn-dich-einmal-Taktik ansetzt. Oder? Schaut fast so aus. Gut, wie gesagt, ich habe mich schon über schlimmere Dinge aufgeregt. Das Vorratslager ist Hauptsache, voll, lasst meine Eisenbienen in Ruhe, ey. Okay, jetzt kommen wir da Rüstungen rein. Ja, wie gesagt, ich muss mich dann darauf anpassen. Je nachdem, was früher fertig ist, wird das andere eingestellt. Aber wenn es so ein knapper Unterschied ist, dann bringt es auch nicht mehr sehr viel. Wölfe greifen an, my lord! Aber gut, die Rüstungen kommen trotzdem schneller rein. Trotzdem Eisenmangel. Also ich glaube schon, dass die früher fertig werden. Aber die Bögen gehen echt lahm, ey. Wahnsinn. Mein Herr? Wenn man die Produktion von Stronger Crusader gewohnt ist, ist das halt übel. Eure Befehle? Gottes Willen. Gottes Willen. Macht die Armbrustschützen weg, ey. Pfeile bereit! Die sind mein Tod im Notfall. Das Vorratslager ist. Vor allem darf ich keine Armbrustschützen verlieren. Das ist eine ganz schlechte Angelegenheit. Armbrustschützen, Armbrustschützen machen, bitte. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Mein Bogen ist teuer. Ja, es wird halt ein wenig an unseren Wellen geknabbert, aber hey, die lassen wenigstens unsere... Wirtschaftsgebäude bis jetzt in Ruhe. Ach, vergisst, was ich gesagt habe, Günther. Warum tust du sowas? Ich glaube, wir verlieren den Turm. Alle Mann. Von Bord bitte. Das Schiff sinkt jeden Augenblick.
Das ist halt auch das Schöne mit Dankfaktor. Wenn da mal so ein Angriff kommt, dann verlieren wir dadurch so viel Bevölkerung, dass wir sogar einen kleinen Kampfbonus noch erleben. Alter, das war mehr als Verstand für den Turm. Das ist gesagt für mich. Ich bin ja Vertreter des Turms. Alter, was macht der Pfeilmacher da draußen? Diese Burg ist verflucht, eure Lordschaft. Wir brauchen einen Heiler. Ist hier irgendwo draußen ein gutes Gebäude? Tatsache. Sorry, das muss weg. Sind in die Stadt gekommen, weil das ist stark wirtschaftsbeeinflusst. Die gehen dahin, um sich auszuruhen. Das ist nicht gut. Gaukler. Das Volk Gaukler heißt Volk Steuern. Fließt in die Schatzkammer. Obwohl, unter denen kann der Brandstifter sein. Das ist die Schatzkammer. Diese Potsau. So. Mein Gott, haben wir wirklich die Ratten hier. Kein Wunder, dass wir Pest kriegen, wenn wir so viele Ratten haben, die immer die Burgwälder annagen. Ich hoffe, wir haben die Apotheke nicht verloren. Die ist teuer, wenn wir da herstellen. Die ist noch da. Wunderbar. Jetzt dürfen wir hier auch erstmal wieder nachbauen. Wir dürfen auch unsere Apfelplantagen wieder aufbauen. Mann. Oder wie schaut's aus mit Äpfeln? Lebensmittelvorräte schwinden. Ah, da brauchen wir mehr. Da brauchen wir mehr. Und bitte aus dem Weg. Oh, jetzt kommen die Holzfäller. Ja, nein, jetzt stellt sich da runter hin. Aber da dürft's noch. Ja, wunderbar. Eins, zwei, nochmal. Und nochmal die Holzfäller bauen. Die brauchen wir. Auf kurz oder lang. Dürfte eigentlich reichen. Das haben wir noch, das haben wir noch. Ansonsten waren die Verluste eigentlich akzeptabel. Akzeptable. Bin zur Stelle. Akzeptablet. Ja, in Bewegung. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Besser. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Gut, durchaus könnten wir es mit der Beliebtheit auch so machen, dass wir einfach... Wölfe greifen an, my Lord. Da verkaufe ich dann doch lieber das Brot. Mit dem Gold geht's eigentlich gut voran, muss man sagen. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Nicht schlecht. Rücken aus. Fast Hälfte, aber mit den... Das hat schon schlimm ausgeschaut. Wir gehen mal auf 60er Geschwindigkeit. Das könnte was werden. Es könnte. Die Gerüchte gehen um. Haben wir noch alle... Ich glaube, einige Getreidefarmen haben wir verloren. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, ich habe auch gerade was... Stimmt, ich lasse mich so ein bisschen von dem Obst irritieren, was da drin ist, aber das haben wir ja ausgeschaltet. Käsefarm ist halt irgendwie blöd. Ist immer so leicht hügelig hier. Ich könnte natürlich hier noch eine machen, aber... Alter, ein Wolf? Mein Bogen ist euer Visier. Da, fuck. Ziel angepeilt. Macht sie weg. Dankeschön. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Schatz, da ist ein Wolf im Bad. Mach ihn weg. Bin zur Stelle. Kommt das so mit der zusammengerollten Zeitung rein? Wenigstens kam da nicht diese Nachricht, die mich immer erschreckt, ey. Hier liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Was? Wir können Piken kaufen? Im Ernst? Wir brauchen 10.000 Gold, oder? Ja. Das Eisen geht auch gut rein. Kann man sich nicht beschweren. Ich werde jetzt mal vielleicht doch hergehen und ein bisschen ist voll, mein davon Lord. Machen. Zwei. Bringt ja auf kurz oder lang Geld ein. Dieses ist mir, glaube ich, ein bisschen zu weit entfernt, um effektiv zu sein. Vorratslager, ach du lieber Gott, weil irgendwie irgendwo halb Holz reingestapelt wurde. Okay. Ich bin echt im Überlegen, weil so viel kostet das nicht. Und dafür können wir dann halt wirklich die Pikenmacher weglassen. Und entweder vielleicht einen Rüstungsmacher mehr machen und einen Pfeilmacher und dann ist eigentlich gut. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Oder machen wir es mal so.
machen wir es so. Und sobald wir die 40 produziert haben, also nochmal 10 mehr, machen wir die weg und machen dafür Bogen- und Pikenmacher rein. Bin zur Stelle. Dürfte okay sein. Ja. Sind auf dem Weg. Ist sonst irgendwas kaputt angekratzt worden oder so? Irgendwie nicht. Soll mir gefallen. Soll mir gefallen. Das soll mir allgemein gefallen gerade. Das speichern wir nochmal. Sogar unter dem Spielstand. Und speichern. An Gold können wir auf irgendeine Weise immer noch irgendwie rankommen. Aber das mit den Waffen rechtzeitig einzuschätzen, ist gar keine so schlechte Idee.